Am Samstag, den 4. Juni 2011, findet ein großes Event in Hart in der Sporthalle statt. Was genau wird dort geboten? In Hart wird es einen sensationellen Wettbewerb der Tischler geben. Wir haben heuer den Bundeslehrlingswettbewerb hier bei uns im Lande. Und es wird eine wirkliche Leistungsschau. Das Publikum ist herzlich eingeladen, sich das anzuschauen, einfach einmal zu erleben, wie Leute, junge Leute arbeiten, was sie überhaupt schon können und beherrschen. In welchen Kategorien findet dieser Wettbewerb statt? Es wird für jedes Lehrjahr eine eigene Kategorie geben. Jeder Teilnehmer ist bereits Landessieger in seinem Bundesland. Er muss in der Vorausscheidung Landessieger sein, um überhaupt an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Wir haben somit 3 Lehrjahre des klassischen Tischlers, wie er eigentlich bekannt ist. Und wir haben auch als 4. Kategorie den Beruf Tischlereitechnik. Der Beruf Tischlereitechnik ist eigentlich sehr jung und ist im Wesentlichen in Vorarlberg entstanden, auf unsere Initiative hin, auf unseren Druck hin. Er ist noch nicht wirklich in allen Bundesländern umgesetzt, deshalb nehmen auch nicht alle Bundesländer an diesem Wettbewerb teil. Wie muss man sich das vorstellen? Die Lehrlinge kommen hierher und was genau machen die da? Sie machen ein recht interessantes Stück und das Stück ist zusammengesetzt aus 3 Teilen. Die Lehrlinge des ersten Lehrjahres machen das Untergestell oder das Fußgestell dieses Wettbewerbsstücks. Die Lehrlinge des zweiten Teils machen den etwas schwierigeren Mittelteil und die Lehrlinge des dritten Lehrjahres machen den Oberteil und schlussendlich wird dieses als gesamtes Wettbewerbsstück zusammengefügt. Es ist natürlich notwendig, dass alle diese einzelnen Teile passen. Es ist eine große Herausforderung für die Teilnehmer, die Maßgenauigkeit. Bei diesen Punktebewertungen sind Maße, Qualität der Arbeit und natürlich auch Geschwindigkeit ein Thema. Alleine das Kriterium Geschwindigkeit macht es unheimlich spannend. Wenn man diesen jungen Teilnehmern zusieht, wie schnell sie gewisse Handfertigkeiten erledigen, es ist einfach herrlich.